Hallo liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, willkommen zurück zu Let's Play Age of Empires. Ja, wir haben inzwischen eine ordentliche Menge an Einheiten bekehrt für unsere glorreiche Armee. Oh, die Priester sind schneller, stimmt. Das ist natürlich ganz geil. Das macht natürlich doch noch einiges aus und sie haben endlich mal etwas mehr. Sie sollten jetzt klein wenig mehr überleben. Ach toll. Oh, lauf da weg. Lauf da bitte weg. Lauf da doch bitte weg. Das fände ich ganz nett, wenn du da weglaufen würdest. Ja, das ist ordentlich. Ich meine, der eine Schadenspunkt macht jetzt nicht sonderlich viel aus, aber es sieht so cool aus mit den brennenden Geschossen. Und immerhin, wir sind endlich mal. Du sollst da rein. Ah, es hat keinen Platz mehr. Aber nicht so schlimm. Nee, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Komm mal zurück. Kommt alle zurück. Kommt alle zurück. Nein. Laden. Das lasse ich mir nicht bieten, Leute. Es tut mir leid. Aber wie gesagt, das machen wir vorsichtig. Weg. Ja, kommt mit. Wartet mal, wir können eigentlich noch was für Priester. Reichweite, sehr schön. Da haben wir schon alle sehr cool. Sehr, sehr gut. Jawohl. So muss das. Ja, wir sind endlich. Ich glaube, wir können jetzt demnächst langsam weglaufen. Jetzt können wir dann langsam endlich die Türme weghauen und dann durchlaufen. Wir haben jetzt wirklich ordentlich viel. Da ein 10er-Schiff voll mit Einheiten. Da auf dem Festland haben wir, also bei uns zu Hause, haben wir auch noch ordentlich was. Das ist alles sehr gut. Ja, mach das mal. Zwar nicht. Na, gegen Türme ist es ja nicht so wichtig, aber. Und dann vielleicht definitiv noch unbedingt. Ich glaube, du kannst. Genau. Jetzt wieder weg. Jetzt wieder weg, bitte. Sehr schön. Zuerst mal speichern. Boah, hey, wir haben jetzt schon fast 10 Folgen mit Ninive verbracht. Es werden wahrscheinlich noch locker 10. Okay, die 9, ne? Ihr seid alles die 9. Aber was ich gucken wollte, ist, ob wir überall. Ja, Felder sind alle in Ordnung. Gut. Kein Problem. Alles tiptop. Oh. Haha, ich habe mehr Reichweite. Tada! Richtig! Schießt euch gegenseitig nieder! Das will ich sehen! Das war doch cool! Ha! Obwohl, ja, wir hätten es natürlich auch gebrauchen können, die Jungs, aber. Die sind da drin so mühsam eingesperrt, die sind halt eher. Eher. Eine Störung als Hilfe. Also die da rauszuholen, wirklich übelst schwierig. Also lebendig rauszuholen. Und auf unserer Seite und bitte schneller fahren, das fände ich auch noch ganz toll. Bekehren. Nicht bekehren, aber heilen. Jawohl. Jawohl. Ja, wir könnten es vielleicht auch noch schaffen. Wenn wir jetzt da ein Loch reinhauen. Das wäre ja definitiv König. Und dann das Teil bekehren, kann es rauskommen. Jawohl. Ha, wir kriegen sogar ein waschechtes Katapult. Nicht so, ja, schwächere Nachahmungen. Namens Steinwerfer. Tut mir leid, Steinwerfer, aber du bist halt schon schwächer. Oh, warte mal, du hast das noch gar nicht.
Größer Turm hat es einfach überlebt, ich glaub's nicht. Okay, alles klar, alles in Ordnung, alles tiptop. Können wir noch irgendetwas etwas Priester? Ach, Monotheismus. Ha! Gut, jetzt auch schon langsam zu spät. Obwohl, da drin können wir vielleicht noch da irgend so eine Reiterei übernehmen. Andererseits, wir sollten, glaube ich, Priester einfach permanent bereit haben für die gegnerischen Truppen, die da anreiten. Ein Gebäude sind, die hauen wir weg. Beziehungsweise, wir können sie eigentlich sogar stehen lassen. Wir müssen eigentlich nur das Teil hier weghauen. Und es ist nicht mal annähernd fertig gebaut. Oh, Leute, ja. Jetzt geht's viel besser. Jetzt läuft das viel, viel besser als auch schon. Haben jetzt erst ordentlich viel mehr Zeit. Ah, sehr schön. Oh, oh. Weg, weg. Beziehungsweise die drei kann ihn bekehren. Richtig. Richtig, du kommst mit. Du kommst mit da weg. Am besten noch. Gut, leider doch nicht, aber nicht so schlimm. Obwohl, warte mal. Wir speichern. Denn das sieht doch alles sehr gut aus, Leute. Ich bin jetzt sehr zufrieden mit dieser Folge. Bis jetzt zumindest. Ach, es schießt nicht mal zurück. 10 plus 2, aber eben, wir sollten ja ins... Aha! Hatten wir da irgendeine Verbesserung, die... Ganz geil. Akademieeinheiten. Ja, zwar Akademieeinheiten haben wir ja. Wir haben einiges von Hopliten. Wenn die etwas schneller laufen, fände ich das super. Yay, Leute. Jawohl, so muss das. Schießt es weg. Und wisst ihr was, wir können, glaube ich, noch eins bauen. Ah, noch mehr Häuser. Ah, natürlich noch mehr Häuser. Ja gut, dann lassen wir es. Ist egal, ist nicht mehr so wichtig. Okay. Du baust bitte auch da hinten eins. Jetzt haben wir ja etwas mehr Platz, weil die Hölzer das Holz weggebracht haben. Hahaha. Was für ein Wortspiel. Naja. Sehr schön. Weg. Da hinten hat es ja extremst viel Gold. Also, da müssen wir schon Dankeschön sagen an Ninive, dass er das nicht abbaut. Denn mit so viel Gold, wenn er so viel da hätte. Puh. Und das ganze Gold nutzen würde. Für neue Einheiten, da hätten wir noch ewig lang herumkämpfen müssen. Ah. Aber jetzt geht das ordentlich gut. Sehr schön. So, 4 Türme weghauen. Danach, wartet mal, kann unser... Ach nee, du nicht, hä? Du kriegst keine Boni auf dem Ganzen. Also du kriegst wahrscheinlich den Plus 1 Bonus. Aha, nicht einmal? Nee, ernsthaft jetzt? Ne, er kriegt ja nicht mal den Plus 1 Bonus für die Katapulte. Frechheit. Aber na nun. Ach nee, ich weiß wieso. Ist natürlich... Ah, alles klar. Es ist ja nicht unser... Wir haben es ja bekehrt. Das heißt, es kriegt die Eigenschaften des Volkes, von dem wir es bekehrt haben, zu dem Zeitpunkt, von dem wir es bekehrt haben. Also alle die Verbesserungen, die wir machen, die gelten nur für unsere ursprünglichen Einheiten. Die wir selber gebaut haben. Nicht für die, die wir bekehrt haben. Das heißt, die Akademie-Einheiten werden auch langsamer sein. Ja, toll. Aber sie haben den Plus-1-Bonus auf Bogenschützen. Das ist, also den Plus-1-Schuss gegen Bogenschützen. Das finde ich natürlich auch ganz toll. Okay. Ordentlich. Ja, seht ihr, das letzte Mal sind wir bei 380 oder so erstmal das erste Mal hier mal gelandet und haben gesehen, was der Gegner alles hat. Jetzt sind wir eigentlich schon fast fertig mit den Türmen hier. Da haben wir das richtig gemacht. Absolut richtig. Haben wir sonst noch Erkundung mit? Kavalleriestreit wegen haben wir. Wir haben Briten. Ah, das gilt auch nicht für unsere Briten Bogenschützen, weil sie nicht ganz unsere sind. Alles klar. Und wir können natürlich Elefanten selber bauen, wenn wir das wollten. Aber wozu? Wir haben schon ordentlich was an Einheiten. Genau, du weißt, was du zu tun hast. Richtig. Das ist mal ein... wie heißt das? Ein eifriges Katapultchen hier. So, du kommst bitte runter. Denn unsere 9 kann nämlich auch sich schon mal in Bewegung setzen. Oh, da haben wir sogar Phalanx dabei, Leute. Episch.
Aber wartet mal, apropos Phalanx, sollte da nicht demnächst mal eine vorbeikommen? Das sind doch... Das letzte Mal, als wir die letzten zwei Türme weggehauen haben, ist doch so eine Phalanx rausgelaufen. Oder haben wir die schon? Ist die schon vorher rausgelaufen? Das könnte natürlich auch sein. Das könnte natürlich auch sein. Ja gut, aber eben, wenn man gut micromanagt und wenn man die ganze Sache kennt, wo was ist, wie man was schnell holt, dann ist die Mission eigentlich absolut kein Problem. Aber absolut kein Problem. So, speichern wir mal zwischendurch, schnell. Für alle Fälle. Denn wir wollen das alles nicht 10-mal sehen, 9-mal reicht uns schon. Sehr schön. Ah, oh, das ist sogar schon... Ah, ja, natürlich, das Katapult hier hat noch ein wenig draufgebülzt, richtig. Da war doch was. 9. Aufs Boot! Landungstrupp! Ach ja, ja, da ist er doch. Meine liebe Phalanx, kommt her. Ich nehme alle Truppen ins glorreiche babylonische Reich auf. Es dürfen alle mithelfen, das Weltwunder von Ninive zu zerstören. Denn wir sind keine rassistischen Schweine hier. Wir sind Babylon. Wie gesagt, wir nehmen alle. Und weg, oder? Ja, das war's. In dem Fall bitte da noch ein Löchlein reinbülzen. Und dann sind wir eigentlich schon drin. Haha. Oh Leute, das macht so viel Spaß, wenn es auch vorwärts geht. Boah. Ja, aber stimmt, die eine Folge, in der wir da versucht haben, irgendwie da durchzukommen bei Gelb, die war unnötig. Die hat eigentlich uns nur geschadet, in dem Sinne, weil wir Zeit verloren haben. Aber jetzt könnten wir... Ach nee, lass mal. Soll Gelb doch da bleiben. Das ist unwichtig. Oh, oh, oh. Da passt man einmal nicht auf. Da passt man einmal nicht auf. Oh. Ah. Ah, nein. Ach, was? Er kommt gleich zu uns. Sehr schön. Sehr schön. Puh. Oh, jetzt hatte ich gerade Angst. Ganz ehrlich, jetzt hatte ich gerade kurz einen Moment lang Angst. Och du, och du, och du, och du. Nee, 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 nee. Jetzt müssen wir uns aber zurückziehen. Jetzt müssen wir uns aber zurückziehen, Leute. Jetzt müssen wir uns aber ordentlich zurückziehen. Genau, mach das Teil kaputt. Sind die Jungs doch noch gekommen? Nee. Nee. Nee, geht da weg. Geht da weg. Verdammt. Verdammt. Haben unsere Priester noch irgendetwas zum Bekehren? Ah, okay, ja. Ja, sie sind bereit. Was? Oh. Gegner Drecksack. So, bitte weghauen. Wow. Aber jetzt ist er früher rausgekommen? Oder sind das jetzt die Truppen aus dem anderen Hafen? Das könnte natürlich auch sein. Boah, Gegner. Ah, jetzt hat er gemerkt, dass wir viel zu früh kommen. Na, jetzt macht er sich Sorgen. Okay. Bitte heilen. Unser heiliges Katapult. Hat irgendjemand noch Probleme? Nee. Also, die Jungs hier, die uns so ziemlich den Hintern gerettet haben. Eigentlich. Also, liebe Langschwertkämpfer, ich danke euch. Oh, die sind eigentlich auch ordentlich gut unterwegs. Okay. Okay, alles klar. Alles klar. Aber wir haben das geschafft. Puh. Jetzt hatte ich wirklich für einen kurzen Moment Angst, dass wir da jetzt aufs Dach kriegen.
hinterhältig, oh, kurz bevor wir fertig sind. Aber 394 und wir sind schon fast durch. Tja, Leute, die Folge ist schon wieder zu Ende. Und, oh ja, das wird eine ordentliche Schlacht, wenn wir reinlaufen. Also das würde ich an eurer Stelle nicht verpassen wollen. Und ja, falls ihr das sehen wollt, das Blutbad, die Rache für all die hunderten von Jahren der Unterdrückung von Babylon durch Assyrer, dann müsst ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein. Bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Tschüss, ciao.